Frau Müller, ich habe ein Problem. Frau Müller, ich habe ein Problem. Ich kann mir keine Wörter merken. Ich kann mir keine Wörter merken. Ich lerne Deutsch, aber ich kann Vokabeln nicht behalten. Ich lerne Deutsch, aber ich kann Vokabeln nicht behalten. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe dir Tipps, damit du dir neue Wörter besser merken kannst. Ich gebe dir Tipps, damit du dir neue Wörter besser merken kannst. Du nimmst einfach ein Heft und teilst jede Seite in drei Spalten auf. Du nimmst einfach ein Heft und teilst jede Seite in drei Spalten auf. In die erste Spalte schreibst du die deutschen Wörter rein. In die erste Spalte schreibst du die deutschen Wörter rein. In die zweite Spalte kommt die Übersetzung in deine Muttersprache. In die zweite Spalte kommt die Übersetzung in deine Muttersprache. Und in die dritte Spalte ein Beispiel. Und in die dritte Spalte ein Beispiel. Du kannst auch mit Karteikarten in verschiedenen Farben. Du kannst auch mit Karteikarten in verschiedenen Farben. Du nimmst zum Beispiel Grün für Nomen, Lila für Verben, Rosa für Adjektive und Gelb für andere Wörter. Du nimmst zum Beispiel Grün für Nomen, Lila für Verben, Rosa für Adjektive und Gelb für andere Wörter. Regelmäßige Wiederholung ist notwendig. Regelmäßige Wiederholung ist notwendig. Und benutze diese Wörter bei der ersten Gelegenheit im Gespräch. Und benutze diese Wörter bei der ersten Gelegenheit im Gespräch. So wirst du nie wieder vergessen. So wirst du nie wieder vergessen. Vielen Dank, Frau Müller. Vielen Dank, Frau Müller. Die Tipps sind echt nützlich. Die Tipps sind echt nützlich. Ich werde sie auf jeden Fall befolgen. Ich werde sie auf jeden Fall befolgen.